Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Wir sind gerade hier unten, bleiben wir auch gleich hier unten, oder? Auch wenn die ganze Scheiße schon wieder voll ist, wir bleiben gleich ganz kurz hier unten und mache hier unten noch kurz weiter. Oh, WBRG. Oha, das geht voll schnell. Na klar. Ah nee, ich hatte keine Schaufel mehr. So. So. Haben wir wieder hier ein Dings? Doch, wir haben wieder ein Dings. Moin, die Sachsen kommen. Hast du da Beweise für Flu, dass er das längste Pferd hat? Hast du sein Pferd schon mal gesehen? Zeige mal bitte. So, 1, 2, 1, 2. 1, 2. So. So, Dalle. Könnten wir hier mal... Ah, ich muss ja die andere Maus nehmen, ne? Stimmt, ja. Okay, da war auch noch. Hier war, glaube ich, noch. Da war auch noch, ne? Ne, da nicht mehr, okay. Ja, das kriegen wir so noch hin. Das ist ja jetzt nicht mehr so viel. So. Erde, okay, da kommt noch mal ein Schluck. Jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht, noch ein bisschen Sand. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Glas braucht man, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Da kommt auch noch mal was. Da auch. Kriegen wir so zu. Den so. 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 Alles aufsammeln hier. So. Da noch. Müsste eigentlich jetzt gleich weg sein, ne? Ja. Sehr schön. Ja, vielleicht kommt noch mal irgendwo was, aber das Gröbste ist weg. Haben wir eigentlich noch Slabs? Nee. Hatte ich hier noch was drin? Ja, wir können hier mal Slabs von machen. Okay, wo haben wir denn die? Ach hier. Das ist so doof. So. Nein! Was habe ich vergessen? Nee, okay. Passt. Slabs. So. Dann haben wir hier, ist hier in die Ecke, da haben wir, die Kohle holen wir uns ruhig raus.
Ne? Kannst ja nicht Streamer sein und die Kohle liegen lassen, ne? So. Oh ne, da bitte kein Wasser. Aber wir machen jetzt erstmal nur oben so ein bisschen, ne? Noch die Decke, dass sie fit ist. Vielleicht ein, zwei Dinger runter. Dann wieder in den großen Mielenloch da. Vielleicht ein bisschen was bei der Bahn. Gegebenenfalls dann nochmal nachher. Ah ne, Behutsamkeit haben wir ja nicht, ne? Stimmt, wir konnten hier, glaube ich, kein Eis holen wegen Behutsamkeit. Traurig. Traurig. So. Nee. Könnte eigentlich noch mehr, ne? Was? So erstmal. So, welche Höhe mussten wir annehmen? Die, ne? Okay, dann kommt da auch noch Erde rein. So. Und das weg. Machen wir über mal wieder so ein bisschen. Wir müssen auch nächstes Mal, spätestens nächstes Mal, definitiv wieder ins Nether. Bisschen Quarz holen. Muss ja nicht. Muss ja keine lange Reise sein. Hauptsache wieder so ein Stack, ne? Wäre ganz geil. Und dann hängen wir beim nächsten Mal auch wieder Fotos auf, ein paar Bilder aufhängen. Ein paar haben wir ja noch. Das war auf jeden Fall noch der Data gewesen. Die Becky war es, glaube ich. Der Rupi war es noch. Wer war es noch? Ich glaube, 4, 5 Fotos waren es wieder oder Bilder. Ja. 4 oder 5 waren es. So. Ich weiß auch noch gar nicht, wie tief ich das mache. Es soll eigentlich nicht so tief sein. Es muss eigentlich gar nicht tief sein. Vielleicht mit der für die Optik ein bisschen tiefer ruhig, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch schon fast wieder ein großes Ausmaß hier. Was war denn eigentlich da hinten? Ging es hier noch irgendwo hin? Ja, okay. Das habe ich mir fast gedacht. So. Das nehmen wir mit. Oder wir gehen nachher einfach, bevor wir das zubuddeln, einfach mal hier lang. Und gucken, was hier so noch ist. Vielleicht, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Vielleicht ist hier ja auch nichts Wildes. So, hallo? Sackgasse wäre jetzt ganz... Oh, hier ist die Mine. Ja, dann müssen wir da... Wir können ja nachher mal gucken. Dann gehen wir hier nachher vielleicht mal rein und dann machen wir das ein bisschen weg. Ja. Ja, wir gucken mal. Zum Ende hin denn irgendwie. Mal schauen. Dass wir das zukriegen. Beziehungsweise, dass wir das zumachen können. So, ich hoffe, hier kommt jetzt kein Wasser mehr.
Die noch, ne? Ja. Ja, so. Okay, jetzt noch die Ecke da hinten. Wir nehmen jetzt nur noch das mit, was wir mitkriegen, ne? Das ist jetzt auch egal. 1, 2, 3 waren hier. Aber das war ja, glaube ich, zu wenig, ne? Ich wollte wenigstens noch einen rein, ne? Ja, da können wir beim nächsten, können wir das später machen. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal so das Grundding hier stehen. Hier ist gar nichts. Dann kann der zu. Schauen wir mal, dass wir hier die Decke irgendwie zukriegen. Da haben wir noch was. Also hier auf jeden Fall nur mal so zur das Verständnis. Scholli, mein Lieber, grüß dich. Guten Abend. Moin, der Herr. Hm? So förmlich. Scholli auch einfach mal 17 Monate, Mann. 17 Monate bist du denn des Wahnsinns. Scholli, vielen lieben Dank für dein Sub im 17. Monat. Dankeschön. Du hast auch noch gar keinen Namen fürs Baby, ne? Ich glaube, du weißt nicht mehr, was ich von dir will jetzt, ne? Geh ich mal von aus. So erstmal. Was, Baby? Ja. Von mir, ja. Ach, warum nicht? Ach, naja. Warum nicht? Gib Kindergeld. Wenn man hier 9 Monate Sub hat, dann kann man sich einen Babynamen aussuchen. Und mit Ausrufezeichen Baby, also wenn du Ausrufezeichen Baby eingibst, dann siehst du, wer hier alles schon ein Baby hat. Und wer sogar schon 18 Monate hat, kann sich 2 Namen aussuchen, weil den hat man, ist man ja schon 2-mal ne? Berechtigt. So. Wen haben wir denn da eigentlich alles als Babys? Mal ganz kurz gucken. Eggy hatte Kira und Flo, ja klar. Vanita hatte Sasuke und Itachi. Medaillon, Merlin, Winnetou, Amy, Günther, Heino und Heinz Fong, Dexi, Hans, Pferdeschwanz, Kirio hatte Rambo, Ramon, Rainer, Frühchen, war ja Frühchen, Deda, Manfred, Passi hatte Erik, Liam, Teebeutel, Mr.
Lego von HS. Wie sich hier sehr gefährlich. Mika Alice. Okay. Und der Onkel Scholli will Brunhilde. Okay, sehr gut. Füge ich nachher mit ein. Ich hoffe, ich vergesse nicht Brunhilde. Gute Brunhilde. Okay, was geht noch? Hier. Nur schon mal die Seite, ne? Dann haben wir die schon mal. Müssen wir eh wieder mit Wasser aufforsten. Aufforsten mit Wasser. Hm, ist klar. Wow. So. Können wir das nicht von hier machen? Ja. Scholli, ich hoffe, dir geht soweit gut. Ich hoffe, alles super, auch bezüglich Rücken. Mittlerweile mal wieder.